Hallo und herzlich willkommen zu Real Politics 2. Das Let's Play, was ich angefangen habe mit Romy Höhne im Stream in der Dienstagspolitik zu zocken. Und ich will das zu Ende bringen, deswegen mache ich eine YouTube-Serie draus. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen. Wir haben einiges gemacht in der letzten Folge. Viel Forschung gemacht, um in Richtung des Technologiesiegs zu gehen. Wir erforschen gerade die Leistungsgesellschaft, die Bildung für alle talentierten Menschen zur Verfügung stellt und ist eine Bedingung für einen Technologiesieg. Dann fehlen noch zwei. Bei der Forschung sind wir auch schon auf einem guten Weg und Vormachtstellung am Dienstleistungssektor, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber wir sind dabei. Oh. Okay, und direkt geht's los mit einem Ereignis, diese Runde, Tod im Ausland. Das Staatsoberhaupt unseres angeblichen Verbündeten ist nach langer Krankheit verstorben. Man organisiert ein großes Staatsbegräbnis und hat Delegationen aus der ganzen Welt eingeladen, aber uns nicht. Das könnte man als durchaus unangenehm bezeichnen. Wir konnten bislang nicht herausfinden, ob ihnen ein Fehler unterlaufen ist oder das Ganze vorsätzlich passiert ist. Übergeben wir unsere Beileidsbekundung. Das würde ich auf jeden Fall machen. Pff, ich werde sie eben auch nicht zu meinem Begräbnis einladen. Oder ignorieren wir das einfach? Wir wollen von Malta nichts und ich möchte hier keinen Abzug von Punkte haben. Ganz einfach. Pff, ich werde sie auch nicht zu meinem Begräbnis einladen. So ist das halt. Ja, wir schützen die Umwelt in unseren neu hinzugewonnenen internationalen Gewässern, die jetzt auch zu Neuseeland gehören, was uns dazu gebracht hat, dass wir hier ordentlich Einnahmen an Rohstoffen haben. Die Einnahmen an Aktionspunkten sind schon wieder so ein bisschen zurückgegangen, aber wir arbeiten quasi gerade dran, dass wir in unserem Block mit Australien und Japan immer mehr Aktionspunkte von den Blockpartnern bekommen. So, Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Dann machen wir dasselbe mal hier. Wohlwollen erlangen, bitte. Und ich sehe auch, wir können schon wieder investieren in Japan. Das machen wir auch mal. Können wir schon wieder nach... Nee, wir können noch nicht nach Aktionspunkten fragen. Das dauert noch 36 Tage. Blockaktion. Wir können nach Ressourcen fragen, aber Australien hat im Moment zu wenig Öl. Dementsprechend machen wir mal Investitionen in Australien, um mehr Investitionspunkte zu bekommen. So, Umweltschützen wurde erfolgreich in unseren Meeresregionen umgesetzt. Das ist großartig. Dann geht der Umweltzerstörungsmodifikator runter und wir haben auch schon andere Sachen da gemacht. Wir bauen gerade eine Mine für seltene Erden hier in dem neuen Gebiet. Das wird uns hier über 100 schießen. Das ist sehr schön. Und wir forschen gerade an Satelliten im Bereich Physik und Leistungsgesellschaft wird umgesetzt im Bereich Bildung. Sieht alles extrem gut aus, finde ich. Informationen. Die in Japan durchgeführte diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Wohlwollenspunkte Neuseeland, Japan minus 1. Oh. Und Beziehungen minus 5 für ein Jahr. Mist. Aber sowas passiert halt ab und zu, dass sowas nicht erfolgreich ist. Ich hoffe, Investitionen sind erfolgreich. Portugal hat den Block Spanien verlassen. Interessant. Diplomatische Aktion, Investitionen wurde erfolgreich in Australien und in Japan umgesetzt. Sehr gut. So. Noch 90 Tage müssen wir auf den Satelliten warten. Und Aktionspunkte brauchen wir dringend. Wir waren eben schon nah an den 30.000 in der letzten Folge, aber die Projekte, die sehr, sehr hinten am Ende der Tech-Tree kommen, sind halt echt teuer, was Aktionspunkte angeht. So, können wir? Wir können schon wieder nach Aktionspunkten fragen und das machen wir auch und schmeißen dafür Wohlwollenspunkte und Investitionspunkte in den Ring und Japan dasselbe. Wir brauchen eure AP, ihr benutzt sie ja eh nicht. Ihr habt 281.000 und sitzt da einfach drauf rum. Können wir was Positives machen mit euch? Können wir politische Integration machen?
Nö, weil wir haben dasselbe politische System. Okay. So, diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Sehr schön. Und populäre Touristendestination. Unsere Analysen berichten, Analysten berichten, dass wir in der kommenden Saison eine extrem attraktive Tourismusdestination sein werden. Wie sollen wir uns darauf vorbereiten? Führen wir eine zusätzliche Touristenabgabe ein? Geldeinnahmen gehen hoch. AP kostet uns das ein bisschen. Beziehung zu allen minus 5. Beschränken wir den Tourismus mittels Quote. Unzufriedenheit sinkt. BIP-Wachstum minus 0,1. Nutzen wir diese Gelegenheit, um international für uns zu werben. Beziehung zu allen plus 5 für 50 Tage. Und kostet uns ein bisschen AP. Ach ja, mein Gott. Beziehung zu allen plus 5 sind zwar nur 50 Tage, aber schlecht ist es nicht. Und Japan gibt uns auch wieder AP-Aktionspunkte. Das ist quasi unser politisches Kapital, mit dem wir Handlungen durchführen können. Cool. Ja, Beratervertrag endet bald. Beratervertrag ist sowas wie die Minister. Und ansonsten sind die Forschungen, die wir angeschmissen haben, sehr langwierig. Hier fast 200 Tage noch für Leistungsgesellschaft. Und okay, Satelliten haben wir in 50 Tagen erforscht. Ich will mal gerade gucken, wir müssten doch bald auch wieder Wohlwollen erlangen können. Je 38 Tage, alles klar. Und wie sieht's mit 28 Tage? Okay. Das heißt, Ende Juli fragen wir wieder nach Aktionspunkten. Gott sei Dank sind die Beziehungen zu unseren beiden Partnern so großartig, dass das eigentlich immer funktioniert und uns nicht einschränkt. Und die nächste Wahl steht an. In unserem Land. Wir sind ja schließlich eine Demokratie. So. Büro für nationale Sicherheit. Der Beratervertrag ist ausgelaufen. Wir müssen einen neuen unterzeichnen. Entweder Mariana Smith, AP-Einnahmen plus 5%, oder Leo Burnett, AP-Einnahmen plus 5%. Tja. Dann würde ich sagen, wir nehmen Mariana Smith. Die sieht sympathisch aus. Er sieht auch sympathisch aus, aber mehr Frauen in die Politik. So. Okay. Unsere AP-Einnahmen sind relativ niedrig. Liegt das daran? Ja, okay. Wir sehen zu, dass wir den IME boosten, weil je mehr indexmenschliche Entwicklung wir haben, desto mehr Einnahmen für AP-Punkte haben wir auch. Und da ist der Monat schon wieder vorbei. Und okay, wir müssten nach AP-Punkten fragen können. Das können wir in der Tat. Können wir nach Ressourcen fragen? Ihr habt immer noch zu wenig Öl. Okay. Japan möchte ich dann auch nach AP-Punkten fragen, nach Aktionspunkten. Und positive Aktion noch 3 Tage, dann können wir nach Wohlwollen. Ja. So, und jetzt positive Aktion, Wohlwollen erlangen, bitte. Und ich möchte wieder investieren bei euch. Und in Australien dasselbe. Ich möchte investieren. Sehr schön. Okay, und Satelliten haben wir bald erforscht. Wir haben... Oh, Ask for Governmental Assistance in Japan ist fehlgeschlagen. Wir haben keine Aktionspunkte von ihnen bekommen, aber wir haben Aktionspunkte von Australien bekommen. Okay, es wird dringend notwendig, dass wir Wohlwollen mit Japan erreichen. Und Projekt Satellit wurde umgesetzt. Jetzt möchte ich direkt bei Physik gucken. Wir sind nicht mehr weit entfernt von Raumstation. Globales Positionierungssystem, GPS. Ein Satellitennavigationssystem, das zur Bestimmung der Bodenposition eines Objektes eingesetzt wird. Raketenabwehrreichweite plus 15. Okay. Sonst kein Effekt. Tja, Raumfahrt ist dann Punkte EMI. Okay, wir müssen erst das machen, bis wir das nächste machen können. GPS habe ich gar nicht geguckt. 5000 Aktionspunkte, das ist schon ziemlich teuer. Ich würde jetzt gerne zwischenzeitlich erstmal was anderes. Vormachtstellung am Dienstleistungssektor erwägen, in der Richtung weiterzumachen. Also
Vormachtstellung am Dienstleistungssektor ist hier hinten. Da sind wir dann quasi, da ist noch ein langer Weg, bis wir dahin kommen. Börse wäre der nächste Schritt. Es kostet nicht so viel, kostet einiges an Unterhalt. Interventionismus, Zielwert minus 1. Okay. Das nächste ist Finanzspionage. Oh, und wir kriegen mehr. Wir haben Aktionen, die unser Spion auslösen kann. Und wir können mehr AP-Einnahmen bekommen. Also machen wir weiter mit Börse. Ja. Börse wird erforscht. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. 169 Tage. Okay. Kostet ein bisschen weniger Aktionspunkte. Ja. Das gefällt mir gut. Unsere Einnahmen, was Aktionspunkte angeht, sinken zusehends. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir den Index menschlicher Entwicklung höher treiben. Aber das tun wir jetzt auch gerade mit diesem Projekt, was sehr teuer ist. Ein Ereignis. Ehrgeiziger Politiker. Ein ehrgeiziger Jungpolitiker tritt bei Lokalwahlen für eine Liste an, die damit wirbt, den Sumpf trocken zu legen. Er hat uns um unsere Hilfe gebeten und versprochen, dass wir es nicht bereuen werden. Genau so jemanden brauchen wir. Unterstützen wir ihn und verschaffen wir ihm Sendezeit in den Staatsmedien. Sicher, wieso nicht? Entsendet jemanden, um ihn zu unterstützen? Was weiß dieser junge Typ schon von Politik? Erteilen wir ihm eine Lektion? Unterstützen wir seine Gegner? Puh. Ich würde sagen, genauso jemanden brauchen wir, unterstützen wir ihn und verschaffen wir ihm Sendezeit im Staatsfernsehen. Kostet uns am wenigsten und vielleicht kommt was Interessantes dabei raus. Ja. Wachstum sieht gut aus, obwohl wahrscheinlich die Weltwirtschaft, ja, die, na okay, sie wächst noch leicht, aber sie wird jetzt gleich wieder sinken. Wir sind immer noch gut im Plus. Unsere Einnahmen sehen gut aus. Das freut mich sehr, sehr doll. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen, erfolgreich in Japan umgesetzt. Sehr schön. Okay. Tja, und die Projekte, die wir umsetzen, sind alle relativ langwierig. Investitionen haben wir erfolgreich in Australien und Investitionen haben wieder nicht geklappt in Japan. Ah, mein Gott. Wir brauchen noch 22 Tage, bis wir wieder nach Aktionspunkten fragen können. Unsere Einnahmen sind niedrig. Okay, und es wurden Wahlen durchgeführt. Das hier bezieht sich, Interventionismus, persönliche Kontrolle und Militarismus bezieht sich auf unsere Politik. Wir sind immer noch im Bereich der Demokratie und das möchte ich auch nicht ändern. Nach der Wahl müssen wir hier einiges reduzieren. Interventionismus soll reduziert werden. Persönliche Kontrolle soll gleich bleiben und beim Militarismus sollen wir uns verkleinern. Jetzt hätte ich gerne gewusst, was da hinten steht. Links außen ist ein bisschen gestiegen. Nehmen wir so an und gucken uns mal unser Parlament an. So, Mitte rechts 27, radikal zentristisch 24, Mitte links 22, rechts außen 16 und links außen 11. Ändert sich das jetzt gleich, wenn der Monat wechselt? Wahrscheinlich. Ändert sich das dann erst? Ich warte mal gerade hier oben. Und nö, hat sich nichts geändert. Spannend. Dieser Aspekt ist mir immer noch schleierhaft, weil wir bleiben ja trotzdem an der Macht und es kommen dann Wahlen. So ein bisschen wie bei Stellaris, habe ich das Gefühl. Okay, neues Ereignis. Streik der Botschaftsangestellten. Unsere Botschaftsangestellten streiken. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Hilfe bei Standortwechseln. Okay, gut, helfen wir ihnen. Schließlich sind sie es, die täglich unser Land repräsentieren. Geld, AP, Geldeinnahmen, Interventionismus plus 1, Block soziale Integration plus 5. Okay, das ist spannend. Langsam, langsam. Sie haben einen der interessantesten Jobs der Welt. Sie bekommen nichts. Es wird Zeit, dass wir unser diplomatisches Personal mit ein paar Oppositionspolitikern wachrütteln. Okay.
Nee. Ich finde es gut, helfen wir ihnen. Schließlich sind sie es, die täglich unser Land repräsentieren. Finde ich total richtig und auch wichtig. Das gibt uns ein bisschen AP. Kostet uns ein bisschen AP. Geldeinnahmen sind reduziert. Interventionismus steigt, aber Block soziale Integration steigt auch. Das ist sehr, sehr gut. Huiuiui. Hier oben passiert weltweit. Eritrea hat sich im Block angeschlossen. Libyen. Sambia hat sich im Block angeschlossen. Demokratische Republik Kongo. Und Elfenbeinküste hat sich im Block angeschlossen. Kommando von Nigeria. Okay. So. Zwei Projekte laufen noch. Börse und Leistungsgesellschaft. Leistungsgesellschaft wird zuerst zu Ende sein. Belize hat den Block verlassen. Kuba. Ach ja, Leistungsgesellschaft wird uns sehr viel indexmenschliche Entwicklung bringen und damit mehr AP-Einnahmen. Und die sind auch schon wieder gestiegen im letzten Monat. Tja, es sieht sehr gut aus für den Technologiesieg. Hier. Unser BIP-Wachstum ist so ein bisschen rückläufig. Arbeitslosenquote haben wir 1% und Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,07 jeden Monat. Das ist ziemlich cool. Und wir haben 79 EinwohnerInnen. Das ist auch ziemlich cool. Ja, die Weltwirtschaft schwächelt, aber wir sind immer noch im Plus. Das ist so gut. Und Leistungsgesellschaft wurde umgesetzt. Sehr schön. Jetzt haben wir hier ja einen neuen Haken. Das hat sich noch nicht abgedatet. Leistungsgesellschaft umgesetzt. IME, Index menschlicher Entwicklung, über 100. Das ist großartig. So. Wir könnten jetzt bei Umwelt nochmal gucken, ob wir Nationalparks einführen. Aber ich würde vielleicht entweder bei grundlegender Infrastruktur schauen, ob wir da ein bisschen was machen. Moderne Städte beispielsweise. Steuereinnahmen. Zukunftsstädte. Staatlicher öffentlicher Verkehr. Privatisierter Verkehr. Moderner öffentlicher Verkehr. Ja, moderner öffentlicher Verkehr. Kostet zwar einiges an Unterhalt, aber sowohl IME plus 1 und BP-Wachstum plus 1 würde ich den mal machen. Und dann, das nächste Projekt wird dann wieder eins sein, was uns näher an die Siegesbedingungen ranführt. Hier, Projekt umgesetzt, Leistungsgesellschaft. Und wir haben irgendwie mehrere Achievements gerade bekommen, was mich sehr freut auch. Ja, ich bin dann gespannt, was dazu kommt, weil hier bei den Siegesbedingungen, hier unten haben wir dann auch noch versteckte Bedingungen. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich irgendwie auf 50% oder so kommen und dann müssen wir noch mehr erforschen. Projekt Börse wurde umgesetzt. Großartig. Das heißt, ist das bei Finanzes? Ne, wirtschaftlicher Fokus. Hier unten Börse und dann das nächste ist Finanzspionage. Bilden Sie Ihre Spione für spezielle Finanzoperationen aus. Wir bekommen mehr Möglichkeiten für unseren Spion, was Schönes. Und wir kriegen mehr AP, Aktionspunkte, plus 5%. Kostet sehr viele Aktionspunkte, aber ist nur Geld im Unterhalt. Dauert relativ lange, aber bringt uns unserem Ziel näher, weil wir müssen irgendwann hier hinten hinkommen. So. Nochmal kurz auf Pause. Wir müssten wahrscheinlich hier Investitionen möchte ich machen. Ich möchte Wohlwollen erlangen mit Australien und ich möchte sie nach Aktionspunkten fragen. Bitte. Und ich möchte sie auch nach Ressourcen fragen. Aber sie haben wieder zu wenig Öl. Und bei Japan möchte ich auch nach Aktionspunkten fragen.
Und ich möchte in Japan Investitionen machen. Jawohl. So. Das heißt, wir nerven unsere Blockpartner mal wieder nach Aktionspunkten, weil die ganzen Projekte, die wir erforschen werden, sind, besonders die hinteren, sind sehr teuer, was Aktionspunkte angeht. Diplomatische Aktion, AP-Punkte von Japan ist erfolgreich gewesen, Australien genauso, wir sind wieder bei 12. Sehr schön. Weltregierungsambitionen. Ach, war in der letzten Folge auch schon und ich habe gesagt, also quasi ist es das hier, dass wir uns öffentlich bekennen dazu, dass wir Siegesbedingungen für Diplomatie-Sieg, dass wir das öffentlich bekannt geben. Da haben wir dann ein paar Nachteile von und dann werden unsere versteckten Bedingungen aufgedeckt. Das würde ich wieder ein Jahr aufschieben, weil zu diesem Punkt möchte ich kommen, wenn ich eine Folge hier mit Romy zusammen aufnehme und dann hätte ich gerne ihre Meinung dazu gehört und in der Zwischenzeit sind wir dann vielleicht schon weiter, was die Technologie-Sieg-Geschichte angeht. Also ein Jahr aufschieben. Genau. Das kommt also immer im Februar. Ja, ganz so viel werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Ich habe vor, noch ein bisschen weiterzumachen. Vielleicht sind wir mit einem Projekt durch, mit moderner öffentlicher Verkehr. Auf jeden Fall mit dem Wohlwollen erlangen, mit unseren Nachbarn. Wohlwollen erlangen, erfolgreich in Australien umgesetzt. So möchte ich das sehen. Und Investitionen sind hoffentlich auch beide erfolgreich in Australien und in Japan. Das gibt uns Investitionspunkte und die können wir machen, um die Chance, dass wir Aktionspunkte bekommen, zu boosten. So, Investitionen erfolgreich in Japan und in Australien umgesetzt. Sehr, sehr schön. Können wir schon wieder eigentlich? Ne, dauert noch 24 Tage. Okay. Dann warten wir die mal ab. Ich kann auch hier mal die Geschwindigkeit auf volle Möhre stellen. Also, es ist schon, ich möchte mal auch gerade mal, ich mache mal kurz auf Pause. Wellington hat ein Problem mit Umweltzerstörung. Und da sind wir, Provinz Umweltzerstörung 123, mittlere Zerstörung und im Moment minus 2. Das heißt, jeden Monat gehen hier 2 von ab. Wie sieht es hier aus? 123 auch, minus 1. Hier minus 1, 79. Hier keine Umweltzerstörung mehr und überall minus 3. Ja, super. Super, super gut. Jawohl. Und wir haben April, das heißt, jetzt müsste Blockaktion noch ein Tag. Ha. Jetzt. Positive Aktion dauert noch ein bisschen. Blockaktion, ich möchte gerne Aktionspunkte von euch, liebes Australien. Und ich guck mal, ob ihr vielleicht Ressourcen habt. Ihr habt immer noch zu wenig Öl. Okay. Ausländischer Spion. Wir konnten einen ausländischen Agenten aufdecken, der in unserer Hauptstadt operierte. Unsere Leute haben bislang nicht herausgefunden, für wen er arbeitete, doch die Liste der potenziellen Auftraggeber konnte bereits auf 2 Länder begrenzt werden. Obwohl eines dieser Länder offiziell ein Verbündeter ist, dürfen wir dennoch keine Möglichkeiten ausschließen. Rumänien oder Polen. Der Feind ist der Feind, kommt schon, ist doch logisch. Wir machen Rumänien den Vorwurf. Ich wusste schon immer, dass auf diese Freunde besser nicht vertrauen sollten. Wir machen Polen den Vorwurf. Oder ich werde niemanden ohne Beweise verurteilen, findet heraus, wer dahinter steckt. Wir sind damit immer gescheitert, aber ich gebe nicht auf. Ich möchte wissen, wer dahinter steckt. Zack. So. Nächstes Ereignis, bevor ich Pause drücken konnte. Höflichkeitsbesuch. Wir haben einen Staatsbesuch in unserem Nachbarland für Sie arrangiert. Dies könnte unserer Beziehung weiterhelfen. In Fidschi. Endlich eine Chance, mein geopolitisches Wissen unter Beweis zu stellen. Man bringe mir meinen Zauberhut und mein Kartendeck. Oh Gott. Oh Mist, ich habe an diesem Tag einen Zahnarzttermin. Nee. Endlich eine Chance, mein geopolitisches Wissen unter Beweis zu stellen. Auf jeden Fall. So, und Japan, ich möchte gerne nach AP-Punkten fragen. Ihr seid fast bei 300.000 und macht nichts damit. Gebt mir doch wenigstens 3.000 dafür ab. Nee, 200, 2.500. So.
Und wir haben von Australien Aktionspunkte bekommen und bekommen die hoffentlich auch von Japan. Investitionen und Wohlwollen dauert noch, bis wir das wieder machen können. Ja, von Japan haben wir auch Aktionspunkte bekommen. Sehr, sehr großartig. Nächste Projekt, moderner öffentlicher Verkehr. Dauert noch ein paar Tage. Langweilig. Ihr Vortrag über die Wichtigkeit der Beibehaltung des historischen Baumbestandes nahe des Kongoflusses hatte nicht den gewünschten einschlagenden Effekt. Man wird sie wohl nicht so bald wieder einladen. Ach Gott, das glaube ich ja nicht. Was hätte ich machen sollen? Hätte ich den Zauberhut nehmen sollen, um sie zu unterhalten? Okay. Wenn dem so sein sollte, versuche ich mir das mal zu merken. Identität des Spions. Gute Nachrichten. Wir konnten die Nationalität, yes, des Spions herausfinden. Jetzt können wir mit den Neuigkeiten an die Öffentlichkeit gehen, oder? Vielleicht schließen wir einen Deal ab und behalten die Dinge unter uns beiden. Schande, Schande, Schande. Minus 250 Punkte für Rumänien und Kriegstreiber plus 25 bekomme ich. Schließen wir einen Handel. Punkte minus 20. Geld 3.500 hinzu. Geld für die geben sie uns. Rohstoff seltene Erden plus 250. Oh, Rohstoff seltene Erden. Also die geben uns Geld und Rohstoff seltene Erden. Ich will so bald nichts mit Rumänien anstellen. Ich finde es furchtbar, dass die bei uns spioniert haben. Ich möchte keinen Deal mit denen abschließen. Also mache ich das öffentlich. Ganz einfach. Und ein paar seltene Erden? Gar nicht schlecht. So, noch 17 Tage, dann ist Projekt umsetzen moderner öffentlicher Verkehr abgeschlossen. Das will ich noch machen. Neues Projekt. Abstarten. Weil ich möchte eigentlich in der Infrastruktur auch noch ein Stück weiter machen. So, moderner öffentlicher Verkehr umgesetzt. Dann gucken wir mal. Grundlegende Infrastruktur. Moderner öffentlicher Verkehr. Wir könnten U-Bahnen bauen. Unzufriedenheitszielwert minus 2. Wir haben aber nicht so ein Problem mit Unzufriedenheit. Und kostenloser öffentlicher Verkehr. IME plus 1, persönliche Kontrolle Zielwert, Interventionismus plus 1, Unzufriedenheit, Arbeitslosigkeitswachstum. Ich möchte gerne Index menschlicher Entwicklung plus 1 haben. Weiß aber nicht, ob da kostenloser öffentlicher Verkehr das Beste ist. Guck mal bei der Sozialpolitik, da haben wir lange nicht reingeguckt. Sozialwohnungsbau. Unterstützen Sie jene, die sich keinen Wohnraum leisten können, durch soziale Wohnungsbauprojekte. Bevölkerungswachstum plus 0,02. Wir bekommen eine Aktion, Entwicklungszuschüsse, aber ein Hit auf das BIP. Soziale Sicherheit. Auch. Sollten wir vielleicht... Ja, ich glaube, wir müssen das globale Positionierungssystem machen. Wir haben jetzt wieder einiges an AP. Wir erforschen das nächste in der Physik. Ganz einfach. Okay. Und für heute war es das wieder mit Real Politics 2. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und danke fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und überlegt vielleicht, den Kanal zu abonnieren. Ich werde hier auch immer die Aufnahmen von unserer Dienstagspolitik zusammen mit Romy Höhne auf dem Kanal veröffentlichen. Ja, ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten einen wunderschönen Tag euch allen da draußen noch. Tschüss.